Erst geht es mit vollem Körpereinsatz beim Boxen zur Sache, dann ist die Konzentration und geistige Frische am Schachbrett gefragt. Beim Schachboxen wird den Athleten alles abverlangt. Die Kombination aus Kampf und Denksport ist wahrlich ungewöhnlich und doch seit einigen Jahren sehr beliebt. Ich habe über Schachboxen in einem Zeitungsartikel gelesen und fand es eine sehr interessante Idee. Ich musste einfach in den Club gehen, um es selbst zu versuchen. Seit diesem Tag habe ich mich in diesen Sport verliebt. Ich habe nie eine andere Sportart erlebt, die dich so an deine Grenzen bringt. Das Boxen körperlich und auf der anderen Seite das Schachspielen geistig. Die Regeln des ungewöhnlichen Faustkampfes sind schnell erzählt. 11 Runden dauert das skurrile Spektakel. 6 vierminütige Einheiten am Schachbrett wechseln sich mit 5 Runden im Ring ab. Zwischen den beiden Disziplinen haben die Sportler 60 Sekunden Zeit, sich umzuziehen. Ein Kontrahent gewinnt, wenn er seinen Gegner im Ring K.O. schlägt oder am Tisch Schachmatt setzt. Wobei der Spaß im Vordergrund steht. Auch wenn ich heute verloren habe, ich habe alles gegeben und der Kampf ging über die volle Distanz. Wir haben für die Zuschauer alles gegeben und für sie war es gute Unterhaltung. Ich bin sehr zufrieden. Sowohl Sean als auch ich sind sehr glücklich, dass wir dem Publikum diesen großen Kampf gezeigt haben. 2003 wurde das Schachboxen erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt. Bei den Zuschauern kommt die Kombination aus Kampf und Denksport seitdem gut an. Ich genieße das hier sehr. Es macht mir Spaß, diese Mischung aus Aggressivität und geistiger Hochleistung zu sehen. Schachboxen, vielleicht ein Trendsport für die Zukunft. Auf jeden Fall aber schon jetzt eine spannende Abendunterhaltung für Kämpfer und Zuschauer.